Ja, meine Freunde, wir sind in Florenz. Alter, was für Straßen. Zum Glück habe ich mein Navi. Also, hier kommt man wirklich sehr schlecht durch. Da war die Hauptstraße, war mal viel lieber. Haben aber auch schon wieder Leute meine Namen auf YouTube eingegeben. Finde ich geil. So, jetzt stellen wir hier erstmal. Das ist echt verwinkelt hier. Das ist also schon, kann man sagen, so wie was aus Assassin's Creed 2 kennen. Die verwinkelten Gassen, eng und, boah, eng ist immer gut, sag mal, aber halt in anderer Sache. Ja, da sind wir nun in Florenz. Beim Eixam war ich schon, die haben den Riemen leider nicht auf Lager, die müssen den bestellen. Eine Woche Wartezeit, das ist nicht zu lang. Ich habe jetzt gesehen heute, ich habe noch 3 Antriebsriemen im Auto liegen. 3 gebrauchte. Die müssen dann auf jeden Fall für die weitere Reise reichen. Ja, da hupen sie. Das mit den Roller und Motorradfahrer ist echt der Hammer. Die fetzen da an einem vorbei mitten in den Städten. Das ist, und jetzt wird gehupt. Das ist so, wie wir es in den Filmen kennen und sonst irgendwoher. Weiß nicht, was ist jetzt da vorne los? Steht da einer im Weg oder keine Ahnung? Ich wäre halt froh, wenn ich auf jeden Fall einmal einen Parkplatz hätte. Aber ey, ist geil. Gefällt mir. Gefällt mir. Die Stadt gefällt mir jetzt schon wieder. Ich weiß nicht, was da vorne ist. Warum sie da nicht fahren? Wenn man da sitzt, die Italiener rausgehen und schreien, so was auch aus Filmen kennt. Oder aus Serien. Aber ich find's geil. Also man sieht schon, es passen keine 2 Autos nebeneinander vorbei. Deswegen sind ja alles Einbahnstraßen. Da hören wohl laute Musik. Ja, was ist da vorne los, Amonakin? Amonak, zickzack, was ist da los? Naja, was soll's. Und wieder Motorradfahrer. Das ist der Hammer. Die fetzen dadurch. Das schnallt ab. Das schnallt echt ab, hey, wie sie hier durchfetzt. Aber ich frage mich, was da vorne ist. Was ist da los? Dass es nicht vorangeht. Oh, ich sehe was im Rückspiegel. Eieiei. Oh. Ja. Läuft ein bisschen wie ein Bauer, aber geht. Mann, Mann, Mann. Was ist da los da vorne? Was ist denn da los? Dass es da nicht vorangeht. Gut, da wollen wir nachgehen. Am Monat zickzack steckt ein LKW im Weg. Der kommt dann nicht durch. Ist das ein Deutscher? Manche deutsche Fahrer, die denken, die kommen mit ihren LKWs überall durch. Jetzt geht's mal wieder voran hier. Nice, sehr schön. Ja, genau, bleib du stehen. Ist mal gerade egal. Aber hübsche. Ja, aber hey, Freunde, einfach geil. Ach, das ist der LKW, der vermasselt hier alles. Das ist einfach der Hammer. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir enden jetzt einmal hier mit dem Video. Und der fährt einfach am Finger vorbei. Alter. In Deutschland ist sowas untragbar. In Deutschland gibt es Ärger dafür. Was? Alter, da knallt es gleich. Oh, der hätte gar nicht reinfahren dürfen. Ist aber auf jeden Fall kein Deutscher. Da muss es rangieren. Alter, ich schrei gleich. Danger!
Ah, ja, ja. Also so geht es hier in Italien ab. Ja. Wir enden mal das Video und dann melde ich mich von meinem Zielort wieder. Wow!